Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Beim letzten Mal haben wir mit dem Großvater gesprochen und der hat das alles für gut befunden, da unsere Ausrüstung, hier haben wir den Helm jetzt. Und wir müssten jetzt noch für den Großvater noch ein, was war das, Starkbier, Zwergen-Explosionsbier oder irgend sowas besorgen. Und das kann uns der Braumeister kochen. Dafür braucht er aber ein paar Zutaten und zwar, ich glaube Hopfen und sowas. Hopfen, Malz und Wasser, genau. Und den Hopfen hat die Ratte weggenommen. Und deswegen wollen wir uns mal auf die Suche nach der Ratte machen. Kann man da hinten eigentlich hingehen? Ja, ich habe keine Ahnung, wo die jetzt sein könnte. Meine einzige Chance, bis nach Seefels zu kommen, ist Opas Maschine. Zumindest eine kleine Chance. Ja. Aber da kann er... Nee, da kann er nicht hingehen. Okay. Wo könnte denn die Ratte sein? Gehen wir mal da in den Gnomenbau. Draußen ist es bestimmt nicht, weil es da viel zu kalt ist. Aber hier, bei den Pflanzen, kann man doch bestimmt auch was machen. Die Pflanzen sind ganz schön groß geworden. Ich könnte schwören, gestern waren sie noch nicht da. Vermutlich benutzt Mama einen sehr guten Dünger. Doch, die waren gestern schon da. Ja, der Dünger ist hier. Hauen wir den mal drauf, wenn das geht. Nö. Ah, Moment, da hat sich... Da? Da Warum tut sich sollte doch ich was. Blumenerde ohne eine Pflanze darin düngen? Joa, ein Blumentopf mit Blumenerde. Sieht nicht so aus, als ob Mutter etwas eingepflanzt hätte. Dann weiß ich das auch nicht. Das Bild, ja, das haben wir schon. Betrachte die Lampen. Haben wir das schon? Ach so, ein Zahnrad braucht der Großvater früher ja auch noch. Hatten wir überall Leuchtquallen an den Wänden. Irgendwie fand ich das gemütlicher. Ja, Leuchtquallen. Fürs Gnomenzimmer. Na gut, ich weiß jetzt auch nicht was. Ich suche einfach ein bisschen rum. Und jetzt? Ich will einen anderen... Ja, Küche. Unsere Küche. Getreidemühle. Im Trichter liegt noch etwas Getreide. Oh, Gerste. Gerste, glaube ich. Ja, dann nimm doch mal. So, jetzt haben wir Gerste. Und wenn wir die jetzt da reinpflanzen? Hey, das ist eine gute Idee. So, machen wir das mal. Also vielleicht ja doch nicht, aber wenn es funktioniert. Die Gerste reicht aus für das Zwergenstarkbier. Ich muss sie nicht vermehren. Ah, okay. Ja, auch gut. Dann haben wir Gerste, dann brauchen wir noch Hopfen und Malz. Keine Ahnung, was ist. Ich kenne mich mit dem Bierbrauen nicht aus. Okay, jetzt haben wir erstmal da was. Zahnräder. Was war das jetzt? Wieder die Küche, okay. Für das Gnomenzimmer. Da war doch Küche. Küche. Gnomenzimmer. Nö. Da nicht. Dann gehen wir doch mal zum Braumeister. Immerhin haben wir jetzt da eine Zutat schon. Und wofür das Zahnrad herkriegen sollten, boah, das weiß ich auch nicht. So, Herr Braumeister, ich habe da was gefunden. Hallo, Herr Kellermeister. Oh, Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, da. Hier ist Gerste aus der Küche von meiner Mama. Kann man die fürs Brauen benutzen? Naja, ist nicht optimal, aber es wird schon gehen. Ja, gut, immerhin. So, wo soll ich den Hopfen hernehmen? Haben Sie eine Idee, woher ich den Hopfen nehmen soll? Nee, tut mir leid. Ja, Ratte, das war's. Ich kann dir keinen geben. Die Ratte hier hat mindestens 5 Säcke rausgetragen. Mit dem Rest muss ich sparsam umgehen. Die Ratte also? Und war das mit den Zutaten fürs Zwergenstarkbier? Was soll ich besorgen? Ich brauche kristallklares Wasser. Nur das beste Wasser kommt in Frage. Außerdem brauche ich Hopfendolden. Eine gute Handvoll. Und ich brauche Gerste zum Malzen. Ah, da, die Gerste. Auch eine Handvoll. Ja, 2 für dich. Alles klar. Okay, dann lassen wir ihn mal weiter feiern. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern.
Ah, die Kanne. Ja, da könnten wir das Wasser reinpacken. Ja, dann versuchen wir das auch mal draußen. Da liegt ja zumindest Schnee. Draußen. Ansonsten habe ich auch keine Idee. Die Kanne. Da und da und da. Ist da irgendwo ein Brunnen oder so? Oh, da glitzert was. Ah, Eistapfen. Hat funktioniert. Ich hab einen. Ja, da haben wir dann... Und das da? Da rein? Es wird lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. So warm ist die Kanne nun auch wieder nicht. Ich sollte das Schmelzen beschleunigen. Aha. Ja, stell es doch einfach rein. Beschleunigen auf einem Ofen. Drin haben wir einen Ofen. Rein. Da, wo die Kanne, glaube ich, hier war, oder? Die haben wir doch von da drin. Ich meine schon. Ja, das sollten wir wohl hinkriegen. Also das war jetzt ein Glückstreffer da. Hier, da. Ach so, der Moment. Herd ist immer noch warm. Ja. Kanne? So. Es dürfte nicht lange dauern, bis der Eiszapfen schmilzt. Der Herd ist noch warm. Ja, das der ist gut. Der Eiszapfen ist schon weg. Übrig bleibt kristallklares Wasser. Okay, das Wasser. Geht schnell. Ja, schön. Dann pack wieder ein. So, und dann brauchen wir immer noch diesen Hopfen, die Hopfendolden. Oh, wo könnten die denn sein? Und ein Zahnrad haben wir denn hier? Ah, von dem Roboter vielleicht. Nee, aber Moment mal, haben wir... Oh, wir haben Werkzeug. Da wird der Pfeil ja dann rot, wenn es sich da irgendwas tut. Nee, aber... Nö, das geht leider nicht. So, die zwei Sachen sollen wir ja mitnehmen. Den Helm haben wir schon auf. Werkzeug? Ja, keine Ahnung. Das da? Weiß ich auch nicht. Und das da? Keine Ahnung. Ja, den Ring müssen wir sowieso abliefern. Die Kanne... Da ist das Dings drin hier, das die, der Eiszapfen. Der gar keiner mehr ist. So, gehen wir das gleich mal im Kellermeister. Dann haben wir das schon abgeliefert. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. Da. Hier habe ich eine Kanne mit kristallklarem Wasser für das Zwergenstarkbier. Zeig mal her. Ja, das ist gutes Wasser. Könnte man nehmen. Okay, und dann, ja. Ich muss weiter. Viel Spaß beim Feiern. Jojo. Wo ist jetzt die Ratte und oder die Säcke? Wenn die Ratte so viel Hopfen gestohlen hat, dann könnte sie da drin vielleicht noch etwas gelagert haben. Da stehen auch wieder. Da ist etwas drin. Etwas Rundes. Hoffentlich ist es kein gigantischer Rattenködel. Es ist eine einzelne Hopfendolde. Das ist wohl alles, was vom Hopfenvorrat übrig geblieben ist. Ja, das ist zu wenig. Aber wir fragen ihn mal. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, hier habe ich eine Hopfendolde. Ich habe hier etwas Hopfen fürs Starkbier. Nehm ihn, Jung. Das ist nicht genug. Ich brauche mehr Hopfen. So eine gute Handvoll. Aber ich finde nicht mehr. Tja, dann wird's wohl nichts mit dem Starkbier. Kannst die Dolde hier einpflanzen. Nächstes Jahr hast du dann genug. Ah, okay, also los. Ich muss weiter. Viel Spaß bei... Jojo! Ja, gut. So, die müssen wir jetzt in den Blumentopf da packen. Und dann diesen Superdünger draufschmeißen. Ganz bestimmt. Ja, wozu hätten wir den sonst? Ah, oh, das war gut hier. Ihr habt da was glitzern sehen und dann dachten wir, hey, das probieren wir mal aus. So, und jetzt hier. Eine Hopfendolde da hinein. Also gut, ich drücke die Hopfendolde in die Erde. So, und dann, ob das so funktioniert, weiß ich auch nicht. So, Superdünger drauf. Schauen wir mal, was passiert. Ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, dass das Zeug... Oh, ja. Scheint ein guter Dünger zu sein. Das geht echt schnell, ja? Oh, haben wir den immer noch? Nö. Wow, eine große Hopfenpflanze mit massenhaft Hopfendolden. Ja, dann nimm doch welche. Ich habe etwa 10 Dolden gepflückt. Das müsste genug fürs Zwergenstarkbier sein. Ja, bestimmt. So, und wo kriegen wir jetzt ein Zahnrad her? Bevor wir jetzt zum Braumeister gehen, will ich
nochmal nach unten. Ah nee, aber das können wir ja nachher machen. Wenn wir mit dem Starkbier zum Opa gehen, dann müssen wir ja sowieso runter. Ja, ich wüsste jetzt nicht, wo wir sonst so ein Zahnrad herkriegen sollten. Unten in dem Gerümpel liegt das bestimmt noch. So, Herr Kellermeister, wir haben alles zusammen. Hallo, Herr Kellermeister. Hallo, Wilbur. So, will Hopfen. Ich habe hier Hopfen fürs Starkbier. Reicht das? Ja, das reicht. Ich hoffe, du hast das nicht aus meinen Vorräten, Stibitz. Nein. Oder nur indirekt. Ja, über die Rasse. Damit habe ich nun alles, was ich brauche, um schönes Starkbier zu brauen. Na gut, dann geht's los. So, da bin ich jetzt aber gespannt. Oh, man darf nichts sehen, nur hören. Aha, jetzt kommt er wieder aus der Küche. Hier, mein Junge. Aber pass auf, dass du nichts in die Augen kriegst. Ist ein ganz gefährliches Zeug. Ich werde ganz vorsichtig sein. Vielen Dank, Herr Kellermeister. Sag mal, Wilbur, wofür brauchst du eigentlich den ganzen Kram? Das Starkbier und alles, was du schon den ganzen Abend hier rausschleppst. Naja, es ist wegen des Rings. Opa hilft mir, den Ring sicher, naja, schnell in die Stadt der Menschen zu bringen. Nö, überleg dir das. Das ist gefährlich für einen jungen Gnom da draußen. Ich weiß, aber ich habe es dem Gremlin versprochen. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und es ist meine Chance, hier wegzukommen. Einmal etwas Bedeutendes zu tun. Ein Abenteuer zu erleben, hm? Mhm. Ich glaube nicht, dass der Ring wichtig ist. Und nicht jeder ist dazu geboren, Abenteuer zu bestehen, mein Kleiner. Aber vielleicht musst du wirklich hier weg. Wirklich? Du lebst doch bei deinen Eltern. Leistest dem alten Zwerg Gesellschaft. Das kann doch nicht ewig so weitergehen, oder? Aber wenn du weggehst und Abenteuer erlebst, vielleicht kommst du mich dann mal besuchen, ja? Und erzählst mir alles. Versprochen. Vergiss es nicht. Aber jetzt muss ich mich entschuldigen. Ich habe eine Verabredung mit dem frischen Starkbier. Okay, jetzt haben wir unser Starkbier. Wollen wir mal gucken in der Küche? Ja, doch, komm, wir gehen da mal hin. Ah, jetzt ist er aber gar nicht mehr da. Ja, also gut, guck nochmal aus dem Fenster, vielleicht sehe ich das hier. Ich mag unser schönes Weißkammgebirge. Es ist für gewöhnlich nur etwas ruhig hier. Ja, so, also ich habe immer noch Hoffnung da auf diesen Roboter, aber anscheinend, nö, da tut sich nichts. Da kann man irgendwie gar nichts mehr machen. Naja, egal. So, dann nochmal raus hier. Vielleicht ist in der Schachtel noch was von dem Roboter. Oder jetzt, wo der Kellermeister... Moment mal, da steht doch ein Humpen. Ja, aber man kann da nichts machen. Auch die Rohre kann man nicht mehr ansehen. Hier den Kamin. Ja, aber wozu? Da ist kein Zahnrad drin. Früher hatte ich große Angst vor dem Kamin. Heute nur noch ein bisschen. So, da kann ich nach draußen gehen. Und sonst ist da nichts mehr. Okay, dann gehen wir nach draußen. Also wir gehen jetzt runter zum Großvater und... Moment, hier, da. Gebe ihm das Bier und vielleicht finden wir da unten ja auch noch ein Zahnrad. So, da und oder wir finden vielleicht noch was im Zimmer. Das sind auch Zahnräder. Machen wir doch die Uhr kaputt. Manchmal glaube ich, das Ding zeigt die Zeit nicht an, sondern verbraucht sie. Und der Stuhl? Es ist immer noch ein Stuhl. Ah, immer noch ein Stuhl. Ein Stuhl, der völlig uninteressant ist und mir in keiner Weise weiterhilft. Auch nicht später. Ach so, dann. Nee, wir machen das nicht weiter. Das war ja lustig, aber das muss reichen. So, geh mal ein bisschen weg, damit ich was sehen kann. Nö, leider nicht. Dann gehen wir mal nach unten. Und abwärts.
Das ist total bescheuert. So, da ist doch ein Zahnrad. Ja, aber da kann ich wieder hochgehen. Hier sind, oh, da kann man da was verstellen? Nee. Betrachte den untersuche den Schraubstock. Ja, das haben wir doch letztes Mal schon gemacht. Papas Schraubstock. Viele schmerzhafte Erinnerungen verbinden mich mit ihm. Ja. Und hier auch nicht. Naja, jetzt geben wir ihm mal das Gebräu. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. So, ich habe ein Zwergenstarkbier. Hier ist das Zwergenstarkbier, Opa. Um Himmels Willen, vorsichtig! Das heißt, nun fehlt nur noch das Zahnrad. Wegtreten! Na gut, ich lass dich dann mal weiterarbeiten. Ja, ja, beeil dich. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Aber bedenke, der dunkle Lord kennt alle deine Gedanken. Klar. Ja, dann weiß er also auch, dass wir jetzt ein Zahnrad brauchen. Ja. Also der Ring nützt uns da nichts, den müssen wir ja abgeben. Das brauchen wir für unterwegs und die Karte auch. Der mechanische Flugfisch. Ach, vielleicht ist da ein Zahnrad. Oh, Moment mal. Das wird so nichts. Er zappelt zu stark. Aha, okay. So? Das wird so nichts. Okay. Er zappelt zu stark. Ja, Dann, da kann man ja überall nichts machen. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hier? Nee, da kann man ja nur noch nach oben wieder. Ja, wir gehen wieder nach oben. Da muss doch hier irgendwas zu machen sein. Da oben, da sind doch Zahnräder. Ja, aber die machen nichts. Da kann man wieder die Küche. Da war aber noch mal ein anderes Zimmer doch. Da, jetzt bewegt sich das Fahrrad. Ach, das Fahrrad. Das Sand. Unsere Küche. Ja, aber da kann man auch nichts mehr. Da war doch die Schere drin, glaube ich. Och, nö, da ist aber nichts. Der Stuhl, nein. Nicht wieder der Stuhl. Nach unten? Nee. Und da irgendwas? Nö, auch nicht. Ja, wo könnte das sein? Also, ich weiß es nicht. Da oben vielleicht irgendwie drin? Nee, den Gnomen bauen nicht. Und da kommt man auch nicht. Das, glaube ich, ist das Küchenfenster, oder? Oder das da? Die Zwergenstatue. Ja, betrachten wir die noch mal. Vielleicht haben wir da eine Idee. Die Statue ist anscheinend noch nicht ganz fertig. Sie sieht aber schon deutlich besser als die andere aus. Die Bastion betrachten. Ja, betreten will ich sie noch nicht. Betrachten wir die nochmal. Ursprünglich sollten einige hundert Zwerge hier leben und das Bergreich nach Norden verteidigen. Jetzt gibt es hier nur noch den Kellermeister und meine Familie. Ja, das ist nicht so viel. Ja, wie sollen wir jetzt hier ein Zahnrad finden? Ja, gehen wir nochmal da hinein. So. Mein Favorit ist immer noch der alte Roboter. Der so alt gar nicht ist. Ja, aber hier ist ja nichts mehr. Da auch nicht. Hier da im Vordergrund auch nicht. Nee, da kann man dann nur noch... Da? Nö. Nö. Da kann man nur noch in die Küche gehen. Ja, da kann man das Fenster... Nö, das kann man auch nicht mehr. Da kann man gar nichts mehr machen. Hier, die Brauanlage. Der Kellermeister sagt, Bierbrauen sei ganz einfach. Allerdings hat er es auch jahrelang in der Schule gelernt. Jetzt kann ich da gar nichts mehr machen. Auch mit der Brauanlage nicht mehr. Och nö, ich brauche doch noch ein Zahnrad. Wo soll ich das denn herkriegen? Nö. Ah, oh, Moment. Da war doch was. Pumpe und Wasser. Joa. Was haben wir denn? Ach so, Moment.
So habe ich mir das vorgestellt. Kaputt. Ja. Die Zwerge haben eine Menge Arbeit vor sich, wenn sie zurückkommen. Wenn sie zurückkommen. Ja, dann kannst du das vielleicht reparieren. Und dann kommt da ein Zahnrad raus, statt Wasser. Ja, toll. Ich glaube aber eher nicht. So, jetzt haben wir das auch hier alles abgearbeitet. Aber nö, da ist auch nichts mehr. Nö. Und da nicht. Ein Flugfisch. Den kann ich zerlegen, vielleicht. Aber nicht so. Das wird so nichts. Er zappelt zu stark. Kann ich den mit dem Fallschirm binden? Nö. Mit dem Ring auch nicht. Moment mal. Den Flugfisch in den Schraubstock einspannen. Und dann mit dem Werkzeug dran gehen. Und dann kommen wir da an das Zahnrad. Das könnte klappen. So, das probieren wir doch aus. Und dann muss ich leider die Folge wieder beenden. Und wenn das klappt, dann können wir dem Opa gleich den das Zahnrad geben. Und abwärts. Der Hinweis ist ja eigentlich ganz gut. Ja, wir werden es gleich sehen. So, dann noch und den Fisch. Da rein. Ja, das geht. Da unten steht er immer. Er sitzt so fest. Armes Ding. Ja, und jetzt mit dem Werkzeug dran gehen. Mit dem richtigen Werkzeug sollte es gehen. Da war das Zahnrad, jawohl. Na also, ein 5/8 Zoll Schraubstahlritzel, gerad verzahnt, hart verchromt, BSA-Gewindeflansch mit Rechtsgewinde und Lockring-Arretierung. Vielleicht war das Zahnrad gar nicht so wichtig. Flieg! Oder es war doch wichtig. Ja, aber geflogen ist er doch. So, jetzt haben wir den Flugfisch auch nicht mehr. Gut, brauchen wir nicht so Großvater, jetzt haben wir das Zahnrad. Entschuldigung, Colonel Opa? Ja, machen Sie Meldung. So, wir haben das Zahnrad. Hier ist das Zahnrad, Opa. Tada, jawohl. Ich musste dafür meinen Flugfisch kaputt machen. Der Krieg fordert immer Opfer. Dein Flugfisch war ein Held. Einer der Besten. Wir werden ihn in Ehren halten. Damit habe ich alles, was ich brauche. Es wird nicht mehr lange dauern. Mach dich für den Abflug bereit. Den Abflug? Also das meintest du mit Abflug? Ganz recht. Ich habe sie auf die Stadt der Menschen eingestellt. Eigentlich sollten mit der Betsy 2 natürlich Granaten verschossen werden. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass sie auch deine Kapsel ans Ziel bringen wird. Ganz zuversichtlich? Ich will sofort aussteigen. Hör zu, Junge. Zu spät. Ich jetzt bin steckst du stolz schon da auf dich. Du tust etwas sehr Mutiges. Hier, Wilbur, die möchte ich dir schenken. Deine alte Fliegerbrille? Oh, Opa, ich dachte nicht... Zu langsam, mein Kleiner. Feuer! Toll. Viel Glück. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Och, toll. Wo ist es? Er hat uns noch nicht verraten, Mutter. Das wird er. Wer weiß sonst noch davon? Der Erzmagier wird es noch nicht wissen. Wir konnten den Diener abfangen, wie du weißt. Aber? Eine Elfe, Mutter. Sie hat versucht, MacGuffin zu befreien. Sie könnte etwas wissen. Sie soll überwacht werden. Sehr wohl. Und nun, Herr Professor, unterhalten wir beide uns ein wenig. Sind wir gleichzeitig am Fluss des Berges? Ach was, oder so ähnlich. Kein Problem. Ich bin eine Elfe. Ich bin fit.
Na was wohl? Ich hole dieses Buch aus MacGuffins Geheimkeller und bringe es zum Erzmagier. Nein, die waren schon weg, als ich ankam. Haben den Käfig aufgesammelt und sind auf und davon. Jetzt hängt es an uns, dieses Buch zu holen. Natürlich muss ich nicht, aber naja, es scheint sehr wichtig zu sein. Und auch wenn es vielleicht nicht wichtig ist, diese dunklen Typen wollen das Buch haben. Besser wir holen es aus dem Keller, bevor die es in die Finger bekommen, oder? Dann hilf mir eben nicht. Flieg doch nach Hause. Aber sag meinen Eltern nichts. Undankbares Federvieh. Okay, jetzt spielen wir also diese Elfe. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und dann, der Wilbur ist ja gerade unterwegs. Der alte Professor wird verhört, der arme Kerl. Und die Elfe will jetzt das Buch finden. Aber was sie da alles vorhat da bei diesem Haus, das werden wir also das nächste Mal sehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin und ich freue mich schon drauf. Tschüss.